Liebe Freunde, ich bin's wieder, euer Markus, und das heutige Thema geht um die Zellulite. Wie du sie bekommst und wenn du sie hast, wie du sie wieder los wirst. Also, ganz entspannte Geschichte eigentlich. Es ist, ihr müsst euch klar werden, dass alle Symptome vom Körper natürlich hausgemacht sind. Das heißt, wie du den Körper behandelst, so gibt er es dir wieder zurück. Die Frau in dem Fall mit ihrem Hautbild Zellulite hat in dem Fall ein sehr gutes System, in dem sie jeden Monat entsäuert. Denn die Übersäuerung ist einer der wichtigsten Punkte, die zur Zellulite führen. Das heißt, wenn du immer nur säurebildende Maßnahmen isst oder auch tust, in dem Fall auch sogar zu viel Sport, dann ist das alles fördernd. Und bevor diese Zellulite entsteht, gibt es noch andere Depots, die erst gefüllt werden müssen, damit es erst zu dieser Zellulite kommt. Das heißt, Zellulite ist natürlich schon ein sehr, sehr Zustand, der weit fortgeschritten ist. Aber es ist kein Problem, man bekommt alles wieder mit der Zeit auch in den Griff. Man muss diszipliniert sein und dranbleiben. Ja, ich werde auch erklären, wie du das Hautbild wieder besser machen kannst. Die Zellulite in dem Bereich natürlich, das Bindegewebe, besteht aus Kollagen und Elastin. Und dieses wird geschwächt, in dem Fall durch die Übersäuerung. Der Körper kannibalisiert sich selbst, indem er in dem Bereich die Mineraldepots anzapfen muss, die Vitamindepots, um diese Säure zu neutralisieren. Ja? Und wenn du dem Körper natürlich immer nur säurebildender zuführst, in Form von zu viel Tierprodukte, so wie Fleisch, Joghurt, Käse und sonstiges, dann und zu wenig basisch, zu wenig Gemüse isst, dann ist das kein Gleichgewicht mehr, dann ist das eher ein Ungleichgewicht. Und in unserem Lande hier ist das Verhältnis 80 zu 20. Das ist sehr, sehr schlecht. Der Körper ist ein Meisterwerk in dem, was er tut. Aber du musst ihm auch natürlich die Chance geben, das zu machen, nicht zu manipulieren. In Form von falscher Lebensweise, falscher Ernährung, in Form von zu viel Sport, Nikotin, Alkohol, Umweltabgase, zu viel Stress, bringt der Körper das Ganze nicht mehr auf die Reihe. Irgendwann kann es nicht mehr kompensieren und muss dann seine eigenen Depots anzapfen. In dem Fall die Haut, das Bindegewebe. Und bevor es dazu kommt, wird die Säure als Puffersystem erstmal in Blut und Lymphsystem gelagert. Erst wenn das voll ist, in diesem Deponie, in der Deponie, dann wird das umgesetzt in den Plazenta, in den Mutterkuchen. Und erst dann, wenn dieses Depot auch voll ist, dann kommt es erst in das Gesäß, Hüfte, Oberschenkelbereich. Also es ist schon ein sehr fortgeschrittenes Stadium, dann diese Zellulite. Aber wie gesagt, man bekommt alles hin. Meine Empfehlung hier natürlich, ganz, ganz wichtig, Änderung der Lebensweise. Es ist natürlich auch so, wenn du viel Fett hast, ja, und das Bindegewebe ist schwach, dann drückt das Fett natürlich leichter raus Richtung Haut und kann nicht vom Bindegewebe gehalten werden, anstatt wenn es stabil ist und du hast weniger Fett, dann gibt es da nicht viel zu drücken. Das heißt natürlich in dem Fall ein ganz wichtiger Punkt, Fett reduzieren. Und wie machst du das natürlich auch? Durch richtigen Sport, aber natürlich auch durch richtige Ernährung. Und in dem Fall ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das machen wir am meisten. Wir tun es jeden Tag. Sport machst du nicht jeden Tag. Jeden Tag Ernährung. Ganz, ganz wichtig. Low Carb. Weniger Kohlenhydrate zuführen. Weniger Zucker. Weniger Süßigkeiten. Alles mal ein bisschen weniger. Auch den Darm. Das ist sehr gut für den Darm. Einfach mal den Darm auch ruhen zu lassen. Ja. Ganz, ganz wichtig hier. Die Ernährung. Mehr basisch. Mehr Gemüse, Tomaten. Ja. Es ist einfach besser für den Körper. Ganz, ganz einfach. Dann auch richtigen Sport. Eher Krafttraining, anstatt jeden Tag irgendwelche High-Intensity-Workouts, weil das übersäuert den Körper in Form von Milchsäure, Laktat. Das können wir nicht gebrauchen. Dann ein weiterer Tipp natürlich, wie du sie losbekommst. Viel Wasser trinken. Wenn du was trinkst, dann nicht mehr die Cola oder den Proteinshake oder Alkohol, sondern überwiegend Wasser. In dem Fall natürlich, was auch sehr, sehr gut ist, ist wirklich ein Lapacho-Tee, denn auch dieser Lapacho entsäuert und ist sehr basisch. Also ein sehr gutes Produkt zum Trinken auch. Was noch hilft natürlich? Supplementierung. Die richtigen Bausteine widersetzen, damit das Bindegewebe, was ja überwiegend aus Kollagen und Elastin besteht, aus Proteinbausteinen, wieder stärken in Form von OPC und Vitamin C. Nicht nur, weil das Antioxidantien sind, nein, weil die klammern sich an dieses Gewebe
und stärken es, genauso wie an die Blutgefäße, ein ideales Mittel, um vorzubeugen. Wirklich sehr, sehr gut. Und was kannst du noch machen? Vielleicht mal massieren. Dich massieren in dem Bereich lassen oder natürlich auch zum Masseur gehen. Ja, oder selbst in dem Bereich natürlich auch dich massieren. Dann auch ganz toll, was gibt, Basenbäder durchführen. Ja, das machen wahrscheinlich eher die wenigsten, aber es ist sehr, sehr hilfreich. Und dementsprechend Basenbäder. Da könnt ihr gerne mal googeln, gibt extra so Basen, meine Base nennt sich das. Das ist Pulver, packt ihr in die Badewanne mit schöner Temperatur, dann wird der pH-Wert auch angeglichen und dann legt ihr euch da rein. Teilweise aber auch 90 Minuten, also das ist natürlich auch sehr zeitintensiv. Aber wenn es wirklich Not am Mann ist, gerne empfehlen. Machen. Gerne aber in dem Fall, ich empfehle immer, wir müssen an die Ursache herangehen und dementsprechend ist es das, was du hineinfütterst und wir müssen von innen herein helfen. Ja? Dementsprechend gibt's Nahrungsergänzungsmittel, dementsprechend gibt's diese Vitamine und du wirst sehen, peu à peu wird das immer besser, dein Hautbild, und du wirst dich vitaler fühlen, kannst dich im Sommer natürlich dann auch wieder zeigen, musst dich nicht genieren, nicht schämen, alles wird gut. Du bist nicht alleine. Wenn Fragen sind, immer gerne hier reinschreiben in den Kommentaren, wie ihr auch das Video jetzt gefallen habt, ob es euch gefallen hat oder eher weniger. Neue Themen, ich bin immer da für euch. Wenn was ist, gerne anschreiben einfach hier in den Kommentaren. Wenn du wissen willst, wie dein Wasserhaushalt ist zum Berechnen, habe ich auch schon Videos darüber gemacht, beziehungsweise das eine. Dein Idealgewicht, gerne einfach mal abchecken diesen Kanal. Nicht vergessen, teile dieses Video, wenn es dir gefallen hat und schreib unter dieses Video, ich weiß, es war heute sehr lang, im Vergleich zu den anderen, aber sehr hilfreich, hoffe ich, und ihr werdet sehen, es wird was bringen. Und wenn es euch gefallen hat, Hashtag I love my body, ja, I love my body, dann reinschreiben in die Kommentare und teilt dieses Video, denn Wissen ist Macht und es ist der Dienst am anderen, der auch dich weiter erfolgreich machen wird. Hab Vertrauen in dich, du bist nicht allein, bleib motiviert, bleib gesund, bleib stabil und ich freue mich auf das nächste Video. Bis dann, euer Markus.